Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich heute nicht mehr. Du, wenn du mal von der Couch hochkämst, dann könntest du ja mal beim Suchen helfen. Was wird denn gesucht? Na, ein Doppelgänger für Olaf Scholz. Ein Doppelgänger für Olaf Scholz? Das mit dem Echo kannst du lassen. Eine Künstleragentur sucht für Betriebsfeiern und andere Auftritte einen Doppelgänger vom Olaf. Aber es meldet sich einfach niemand. Oh, jetzt schon? Du, ich muss zwar überhaupt nicht los, ich meine Joachim, aber ich gehe trotzdem. Ach, und du kannst ja mal überlegen, ob das nicht auch was für dich wäre, so nebenbei als Doppelgänger aufzutreten. Vielleicht ja als Mann der Ex-Bundeskanzlerin, ne? Sorry. Ach, der Kollege Lauterbach. Moin, Karl. Na, bist du echt oder ein Doppelgänger? Guten Morgen, Frau Merkel. Ich bin natürlich ein Original, wie man so schön sagt. Nicht? Obwohl wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass jeder Mensch, also weltweit, über 7 Doppelgänger verfügt. Wirklich? Ich auch? Ja, also wenn Sie ein Mensch sind, dann ja. Aber ich habe gehört, für den Olaf Scholz finden Sie einfach keinen Doppelgänger. Also wenn Sie statt eines, also Doppelgängers, einen Vorgänger suchen würden, wären Sie ja wieder im Spiel, oder? Ja, das stimmt. Also wenn Sie mich fragen, ich würde mich nicht wundern, wenn sich der Armin Laschet als Scholz-Doppelgänger ins Spiel bringen würde. Armin? Wieso? Naja, also dann könnte Herr Laschet den Bundeskanzler wenigstens als Hobby quasi also spielen. Naja, das sähe dem Laschet ähnlich. Aber das ist das Problem. Wieso? Naja, also man sucht doch jemanden, der dem Scholz ähnlich sieht. Oh Gott. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.